Die Schuhe kann man nicht hochnehmen. Nee, kann man nicht. So, jetzt gucken wir mal. Theoretisch müsste man ja auch bei Helena irgendwie aus ihrer Geschichte vielleicht auf irgendeine Art und Weise schlau werden. Ach, das ist immer so fucking gruselig. Da, guck mal, da war's doch. Siehst du das? Da ist ihr Neuralpunupsi. The neural implants untouched. Warning. Attempting a necroneural connection is in direct violation of the Postmortem Observation Act of 2061. Authorization denied. Emergency override. Open maintenance belt. Sie hat irgendeine Sicherheits... Alter. So, super unter Schmerzen und trotzdem einfach loslegen. This better be worth it. Das hoffe ich auch mal. Vielleicht finden wir auch den Code da. Es ist und bleibt übel. Es ist und bleibt übel. Scheiß. Fängt immer bei Toten, Alter. Das ist doch nicht gut. Krasser Sound. Chiron Incorporated. Okay. Chiron Job Interview 3351. Jungprogrammierer wird geladen. Geladen. Willkommen, Frau Novak. Du bist ein wichtiger Bestandteil deines Unternehmens. Deine harte Arbeit und Loyalität wissen wir immer zu schätzen. Entspannen und so wahrheitsgemäß wie möglich antworten. Also durchatmen. Willst du, dass es deinem Heimatland gut geht? Möchten sie die Welt verbessern? Ich gehe mal auf grün. Okay. Ging nicht vorher, ne? Möchtest du ohne Furcht leben? Ich baue Furcht. Ich möchte ohne Furcht leben. Möchten Sie eine produktive Beziehung zu Chiron Incorporated aufnehmen? Lüg uns nicht an. Wirst du kooperieren? Drücke O. Werden Sie gehorchen? Drücke B. O, B. O, B, E. Obey, A. Die Republik ist deine Mutter. Chiron ist dein Vater. Deine Mutter liebt bedingungslos. Dein Vaterstolz verlangt ein Opfer. Nimmst du Opfer in Kauf für das Gemeinwohl? Nö. Leg uns nicht an. Na gut. Oh Gott, der Sound, ey. Arbeit, Produktivität, Glück. Du wirst glücklich sein. Du wirst produktiv sein. Du wirst für das Gemeinwohl arbeiten. Werden sie gehorchen? Leg uns nicht an. Ja, okay. Wird geladen. Bewertung des Subjekts wird abgeschlossen. Antworten werden geprüft. Verhaltensmuster werden analysiert. Lebensentscheidungen werden bewertet. Warnung. Ehepartner des Subjekts, Strafregister, wird geprüft. Keine Haftung für aktuellen Termin. Punktabzug unerheblich. Warnung ignoriert. Punktzahl berechnen. Das macht jetzt mit dem mathematischen Co-Prozessor vermutlich. Glückwunsch, Glückwunsch. Alter, so wird man da eingestellt? Na, vielen Dank. Oh, jetzt darf ich mich auch bewegen. In einem sehr beschränkten Rahmen, wie mir scheint. Wie so ein PC, irgend so ein Tisch und da hinten ist auf jeden Fall Licht. Da, wo ein Stuhl schräg in der Luft steht. Völlig normal. Warum ist das jetzt kaputt gegangen? Aus welchem Grund? Hello? Ich bin den ganzen Tag alleine hier.
Alter, ich weiß nicht genau, wo ich hingehen soll. Auf jeden Fall kann ich hier gerade nicht weiter. Ich sehe gerade nichts. Ist echt scheiß dunkel hier. Tja, hier war ich gerade schon. Also bin ich nicht weit gekommen. Versuchen wir mal den Lauf in diese Richtung. Geht nicht. Hier auch nicht lang. Hä? Ich komme hier nicht lang. Muss ich zurückgehen oder was? Aber ich sehe ja nicht, wo ich hingehe. Hier war ich gerade. Hier ist diese Lampe gewesen. Kann ich jetzt... Kann ich hier nicht geradeaus? Doch, hier. Guck mal. Hier ist doch der Gang. Gar kein Problem. Alter. Fick dich. Fuck. Fucking fuck, fuck. Und dieser Schockscheiß. To make our lives easier. Work hard, clear your mind, live free of fear. Ich weiß nicht, ob so einen Job würde ich nicht haben wollen. Ist irgendwie so unentspannt. Kann ich hier rein? Sieht so aus, als wäre die ab und zu offen, aber ich komme nicht rein. Zu viel Betrieb auf Klo. Hier komme ich auch nicht lang. Hier ist auch nichts. Ich muss jetzt erstmal meinen Platz finden. Ich weiß noch nicht, wo der ist. Ist der irgendwo markiert? Das ist eine Art Küche hier. Und einer... Ich wollte eben sagen, einer ist farbig. Einer hat etwas Farbe bekommen. Hello? This fucking slop again. It's called soup. Now dig in. It's not getting any better. War das nicht unser herzlicher Freund? Hey, you. Come here. Nur wenn ich muss. Voll Ekelsuppe, ey. So laut auf dem Ohr, das ist echt. Es brezelt mich weg. Es ist auf jeden Fall ein Labyrinth irgendwie. Vielleicht hier? Wie war da gerade die Kamera? Hallo Kamera. Wieder dasselbe Scheißgeräusch, was wir schon mal hatten. Alter. Yeah. Yeah. Kaum bin ich morgens einmal aufgewacht, da hat mich mein Albtraum um den Schlaf gebracht. Keine Ahnung, wo das Ding jetzt hin ist. Fetter Beat. Ich muss bestimmt hier lang. Guck mal, das sieht doch original so aus. Das war hier lang. Sieht doch überhaupt gar nicht gruselig aus. Das ist ein Balkon. Mit Menschen. Und einer Satellitenschüssel. Sieht irgendwie alles krank aus. Hallo? Wow, das ist auch mega gruselig, sowas. Patientenkarte, druckbereit, Einstellungen für automatisches Drucken, 3.20 Uhr. Ich will jetzt an der Uhr drehen.
sieht so aus. 3 Uhr 20. Also PM oder morgens oder abends? Das ist jetzt die Frage. 3.20 Uhr ist wahrscheinlich morgens, nicht PM, sondern AM. Ja. Information Departures. Ach scheiße, ich wollte eigentlich ranzoomen, verdammt. Falsche Taste gedrückt, ich weiß nicht, wer das war. Ich kann es nicht sagen. Lustig, dass sie mal kleine Rätsel hier reinbauen. Wollte lieber mal ein kleines Rätsel haben, außer wieder... als wieder total in Schockstarre zu verfallen. Amir, do you remember the night we met? Da wird eine Melkung vorgenommen. Da steht irgendwas, was ich nicht lesen kann. Da? Krass. Fette Optik auf jeden Fall. Im Schrank. Don't lie to us. Gruseliger Scheiß, also wirklich. So, hier unten kann ich nichts aufmachen. So, gedruckt haben wir. Den PC können wir nicht nochmal nutzen. Dann haben wir alles angeguckt. Hier hinten waren wir auch schon. Da ist es dunkel. Von da sind wir gekommen. Draußen fliegt irgendwas rum. Und überwacht uns hier anscheinend. Hier komme ich nicht lang, denn da ist eine Kante. Wir müssen doch jetzt eigentlich sie sein, oder? Sind wir jetzt sie? Sieht irgendwie nicht danach aus. Das ist viel Müll, die wird Zeit mal wieder aufzuräumen. Ich guck da gleich hin. Ich muss erstmal hier kurz noch abwaschen. Warte, wir müssen hier dringend die Töpfe, die riechen. Die riechen ganz arg. Okay, das ist alles zu, das kann man nicht aufmachen. Warum auch immer. Aus irgendwelchen Gründen ist es zugeklebt. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt... Ich will es ja nicht sehen, aber vermutlich sehen wir gleich den... Ach, das ist da hinten drunter, oder? Unter den Klamotten ist der Mord. Da passiert der Mord. Okay. Was ist das? Außer, dass es mega gruselig ist. Amir, is that you? Das sind... Fünf vor 8. Alter, das sind irgendwie 10.000 Waschmaschinen auf einmal. Hast du eigentlich schon irgendwo einen Code gesehen? Ich nicht. Ich wünschte, ich hätte einen gesehen. Ich bin ja nur hier drin, damit ich... Verdammten Code. Kann man damit eigentlich irgendwas machen? Merkt ihr die Zeit? Also, es ist, das ist komisch, ne? 20.45 Uhr, würde ich denken. Oder 8:15. 19:45. Rechts oder links? Okay, da ist irgendeine Flasche. Amir, is that you? Alter. Dieser kranke Scheiß, jetzt bin ich in die falsche Richtung gelaufen, bestimmt. Was ist das hier?
schön, wenn die Musik ein bisschen entspannter wird. Here is your number. Okay, 896. Also könnte die Zahl 8916 sein. Wait your turn. Okay, da komme ich nicht rein. Hier ist zu. Kann ich nicht hin. Hier ist zu. Kann ich nicht hin. Und hier ebenso. Hä? Ah, jetzt. Vielleicht. Ach ja, ich wollte gerade ihm liebevoll sagen, wir schwelgen ja hier so wunderbar in Erinnerung. Aber es sind leider meist keine guten. Auch in Erinnerung macht man die Tür immer zu. Genau, so. Hallo, hier bin ich. Das ist nicht schön, wenn jemand so abzappelt. Es ist nicht schön. Es sieht nicht schön aus und es... I'm not sure about this. Not sure? Didn't you hear? This is great news. Let's take some more time to think about it. What is there to think about? You should be happy. Who says I'm not happy? Da. Dass es aber kein draußen gibt, das finde ich immer echt schräg. Wie macht man denn, warum macht man denn Lampen in Fenster, Mann? Wenn man einfach rausgucken könnte. Also war der jetzt eigentlich noch... Boah, läuft aber nicht gut hier an der Stelle. Warum? Na, da ist nix. Da ist zu. Hier ist offen. Oh, das sieht aus wie beim Chefarzt hier. Ich hab mal nicht hingeguckt. This is your chance? Das sieht nicht gut aus. Das ist keine Chance. Das ist abstoßend. Das ist nicht gut. Das ist Farbe. Wir sind also quasi in unserem Tattoo-Studio, oder? Und sehen gleich unserem Tod ins Auge. Wie ist denn das? Den kennt man. Das ist auf jeden Fall ein Römer oder sowas, ne? Auf jeden Fall voll krass. So voll der Altar, um ihn so zu ehren. Ja. Sehr schön. Was ist das? Nö, das ist mir zu dunkel. Ach, hier ist wieder ein Spiegel, wo wir uns nicht sehen können. Komm mal, weißt du, komm mal, wir gehen rückwärts rein. Hä? Auch wenn man rückwärts reingeht, kommt man vorwärts raus. Das ist... Oh, hier geht nochmal rückwärts rein. Hallo? Ist nicht den Apfel? Nö, den nehme ich nicht. Kannst du voll vergessen, den Apfel nehme ich definitiv nicht zu mir. Der Apfel ist doch böse, oder? Da ist doch die Schlange, die dich dann zum Apfel verführt und dann war's das mit dem Paradies. Und deswegen nein. Deswegen werde ich diesen Apfel nicht berühren. Auch wenn es im Spiel niemals weitergehen wird. Ich berühre diesen Apfel nicht. Nein. Okay, ich berühre den Apfel. Wir müssen ja irgendwie weiterkommen. Schade eigentlich. Siehst du, da ist auch die Schlange. Ich kann nicht weg. Alright, you can get up now. Just take it easy. Is it done? Congratulations. You are now the proud owner of a CT-72 internal data storage. I've given you an accelerant to make the tissue heal faster. Just keep that dressing on for the next couple of days. You sure they won't find it? It's got a built-in scrambler and a shielded frame. No external scanning equipment can penetrate it. It's ghostware. Undetectable. Unless you know exactly where to look. Okay, jetzt haben wir so einen wunderbaren Datenspeicherchip drin. Die Frage ist nur, was bringt das?
Obwohl, die hat auch so hackermäßig gearbeitet. Vielleicht ist das. Ach, guck mal, hier wieder Fliegende. What is this? The hell did Geil. You do to yourself? Das hat ihr Männle wohl nicht gefallen. Don't even start. I did what I had to. It's about time someone around here shows some initiative. What's that supposed to mean? You don't know. 500 oder 05. Irgendwie steht hier alles auf dem Kopf. Das ist nicht richtig. Das sollte einen gar nicht beunruhigen da vorne, oder? Nö, ach, da gehen wir einfach hin. Guck mal, lalalala. Ist das so, als würde man durch einen lauen Sommerregen spazieren? No, please. Tell me. Tell me again how useless I am. How I can't keep a job, because no one will hire a fucking junkie ex-con. Amir. Do you even know what you're getting into? Ja, nur weil jemand seinen Job nicht halten kann, heißt ja nicht, dass er, It's not like they have a choice. We need the money, Amir. Das wäre die verdammte Schlange. Eigentlich will ich der nicht hinterher, ganz ehrlich. Sie führt uns nicht ins Paradies, sondern nur raus aus dem Paradies. Nein! Tja, was auch immer war nötig. Mark my words. That shit is gonna be the death of us. Wow. Ich kann nur auf Download klicken. Ich kann die Maus nicht bewegen. Ich will nicht. Warte, ich mach. Nee, doch nicht. Ein bisschen weitermachen. Warte, warte. So bis hier. Abbrechen. Okay, wir müssen es durchlaufen lassen. Eine vertrauliche Projektdatenbank. Mal gucken, ob wir jetzt darüber noch was herausfinden. Woran sie da wohl gearbeitet hat, wofür es Geld gab. Ist das gerade gesehen? Aber da kann ich nichts machen. Tja, keine Ahnung. Gehen wir mal hier lang. Geh nicht in den Nebel. Und ich ging doch in den Nebel. Ganz allein in den Nebel gehen. In den Nebel hinein. Ist das das Ding, was hier immer alle in Stücke reißt? Ich weiß nicht warum, aber wie verstecke ich mich vor dem automatisch? Der wütet da auf jeden Fall immer noch rum. Tja, die Frage ist, geht der jetzt vorbei? Du kriegst mich nicht. Er kriegt mich doch. Er kriegt mich nicht. Er ist hinter mir. Alter. Was? Alter. Da ist er. Der ist schon am Start. Okay. Okay, kaufen wir mal hier rüber. Der ist auf jeden Fall nicht. Ist definitiv not amused, wenn wir hier rumkrauchen. Und wenn er uns kriegt, Spiel vorbei. Du siehst uns nicht. Thank you.
hier sicher? Jetzt ist die Frage, haben wir den jetzt geschafft? Sind wir jetzt weiter oder zurück? Ich schwitze ein wenig. Ganz leicht. Ganz leichtes Schwitzen. Kalt den Rücken hinunter. Der ist hier bestimmt noch irgendwo. Ich muss jetzt was runterladen. Ist so, wie ich dachte. Jetzt kommt er wieder. Wird definitiv noch irgendwo ein zweites Terminal. Ich glaube, da hinten irgendwo. Oder da hinten. Shit, 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 shit. Das erinnert mich ein bisschen an Alien irgendwie. Alien Isolation. Nur irgendwie die ganze Zeit stundenlang unter irgendwelchen Tischen rumgekrochen bist. Sehr nah. Der geht ja auch direkt seine Runde hier lang. Ach, verpiss dich. Alter. Er kommt zurück. Jetzt sind wir, glaube ich, wirklich hinterher am Arsch. Schaffen. Sieht gut aus. Ich weiß noch nicht, ob jetzt noch ein Terminal war oder ob das jetzt zwei oder drei waren. Ich weiß es nicht mehr. Bitte, bitte, lass das gewesen sein. Bitte, 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 bitte. Ne, da ist er noch. Okay, alles klar. Hinten ist jetzt noch so ein Ding. Ich kann hier irgendwie nicht lang. Gehen einfach ganz entspannt weiter. Scheiße, ey. Ich kack mir ein, ey, wirklich. Mach schnell, bitte. Haben wir es jetzt geschafft oder ist der Typ jetzt hier noch unterwegs? Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Ich schwitze übrigens immer noch. Gott. Folgen wir der Leitung. Die verdammte Schlange ist wieder da. Augen. Okay, wir müssen runter, nicht hoch. Bitte folgen Sie dem Kabel. Der verdammten Schlange.